Hier ein Wildschwein, Schweinlagerplatz. Dort einer. Dort einer. Noch einer. 3,50 Meter ist das Nest da oben. Hab mir mal gerade mein Mini-Gorilla-Stativ an einen Stab gehängt und will doch mal gucken, ob das Nest dort bevölkert ist. Ja, kann man reinsehen. Das ist eine Videoantwort für Reini Rossmann. In dieser Videoantwort beschäftige ich mich mit der Frage, wer meine Mentoren sind, beziehungsweise aus welcher Literatur ich viel Inspiration in meinem Leben ziehe. Also Mentoren, ich würde sagen mein Vater. Mein leiblicher Vater ist ein echter Mentor für mich gewesen. Er ist viel mit mir draußen gewesen, mit mir und meinem Bruder. Und da habe ich wirklich viel lernen dürfen. Er hat auch uns vorgestellt im Rüdiger Neberg. Und sind wir zum DIA-Vortrag gegangen und solche Dinge. Deswegen könnte man als Mentor noch im weitesten Sinne Rüdiger Neberg nehmen. Das Buch, was quasi mir den Kick gegeben hat, schlechthin in Richtung Survival. Damals gab es das Wort Bushcraft wahrscheinlich noch gar nicht. Das war von ihm das Let's Fetz, und zwar das rote Buch in dieser comicartigen Ausgabe. So, mein Essen ist gleich fertig. Aber wenn es um Literatur geht, sonst, dieses hier habe ich immer dabei. Das ist ein kleines Gideon. Neues Testament mit Psalmen und Sprüchen. Sehr viel Inspiration habe ich davon. Und wenn ich das nicht dabei habe, dann habe ich eine ganze Bibel. Das ist in meinem Patrol-Rucksack zum Beispiel. Auch kaum größer als das, vielleicht ein halben Zentimeter breiter, einen halben Zentimeter dicker, beziehe ich auch sehr viel Inspiration im wörtlichen Sinne, Inspiration, in meinem Geist viel Gedanken von Charakterformung bis hin zu Umweltschutz, eine Wertschätzung für unsere Schöpfung etc. Also, Reini, das war meine Videoantwort für dich. Und mein Essen ist inzwischen heiß hier. Ich habe mir das heute mit dem Blockhausstil hier erhöht, eine Herdplatte gebaut mit nassen Ästen, die überall auf der Erde rumgelegen haben. Und da drauf habe ich dann eine Art Blockhaus Stil gebaut mit Querverstrebungen für meine quasi Herdplatte. Ja. Zwei Handvoll kleine Widowmakers haben gereicht und das Essen ist warm. Also, ciao. Also mein Vater hat mich sowohl die Liebe zur Bibel als auch zur Natur beigebracht. Und ich bin froh, dass ich solche Dinge kennenlernen darf. Und jetzt gibt es Essen.